Viele wissen gar nicht, wie viele Alphabeten in der Welt gibt. Wenn die Leute fragen, sag mir, oh, tausend, das steht alles. Es gibt 14 Alphabeten. 14. Wie Orgel jetzt nur, oder was? Auf der Welt. Auf der Welt. Ach, 14 Alphabeten. 14 Alphabeten. Achso, ich jetzt gedacht, das sind noch mehr. So Latein, Griechisch, Russisch, Georgisch, Armenisch, Hebräisch und asiatische Länder haben wir eigentlich. Ich glaube, Äthiopien hat auch so eigenes noch. Mhm. Israel. Und, genau. Und, aber Georgien hat sogar drei innerhalb der Geschichte gehabt. Manche Länder haben nicht mal eigenes. Und Georgien hatte zum Beispiel 5., 6., 7. Jahrhundert hatte Georgien ein Alphabet, was hieß Assur-Tabuli. Und das war so eine Mischung zwischen Latein und Griechisch. Sehr interessantes Alphabet, wie ich finde. Das sah so aus. Ja, sieht mystisch aus. Ach, das hatten wir also auch in der Schule. Ja, kannst du das schreiben? Ja, und ich kann das auch lesen. Und in der Kirche, diese ganze Evangelien, so die benutzen das. Ja, die haben so geschrieben, nicht mit normalen. Ich finde es sehr schade, ich finde diese Alphabet am schönsten. Für mich persönlich, ja. Also, das ist auch so ein. Also, zum Beispiel F sieht auch so wie Latein, F, sehr viele Griechisch. Also, es ist sehr gute Mischung zwischen Latein und Griechisch und dann was Georgisch. Also, ich finde es sehr schade, dass das. Aber es ist etwas Kürziger. Gerade, also genau. Mehr gerade Formen als runde Formen. Ja. Mhm. Und dieses Alphabet war ja so bis 11., 12. Jahrhundert ungefähr und dann kam ein anderes Alphabet, das heißt Nusuri. Und hier beginnt schon so, man schon zu gucken zu dem heutigen Alphabet, so die Ähnlichkeit. Das ist auch sehr interessant, das Alphabet. Sieht auch so, so riefig aus. So. Aber da sieht man schon Ähnlichkeit mit Tretmühle, mit heutigen. Aber das ist jetzt das Älteste. Das ist das Älteste, ja. Da gibt es ja zum Beispiel älteste georgische literarische Werk, ist aus dem 5. Jahrhundert in diese Schrift geschrieben. War das die mit dem Tigerfell-Geschichte? Nein, das ist das hat mir auch mal gewusst, ich dachte, das wäre der Rex des Tigerfells. Nein, das ist ja 12. Das ist dieses hier. Wahrscheinlich hat er in diese Schrift geschrieben, die Schrift aus. Das sieht aus wie ein Geil, mit einem Geil. Welcher ist das? R, glaube ich. Und ab 14. Jahrhundert entwickeln sich die Georgien ein neues Alphabet. Und das ist das heutige Alphabet. Das ist, heißt Preduli. Preduli heißt wie so was Militärisches, so Predari heißt Militärmann, die Kämpfer, also kämpferisch, irgendwie so in die Richtung ist es. Das ist, genau. Das ist natürlich, die Formen sind schon sehr rund.